Servus Leute, zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir haben beim letzten Mal die Rainbow Shell, also die Regenbogenmuschel, gefunden in einem lange verschollenen Reich, nämlich dort unten rechts in der Höhle, im alten Tyrannolair, also in der alten Höhle der Reptiten. Und ja, wir haben einen Deal mit dem König hier, dass er diese Rainbow Shell jetzt dorthin bringt und dort im Thron oder in der Schatzkammer für eine spätere Generation aufbewahrt. Um jetzt herauszufinden, was denn aus späteren Generationen wurde, müssen wir Male mitnehmen, weil mit Males Hilfe kommen wir ins Schloss später rein. Wir schauen nur mal schnell. Ja. Okay. Regenbogen-Kaskett. Azis Unterhose. Was macht die? Schutz vor Amnesie. Stopp und Ungemach. Ich habe leider keinen weiteren von diesen tollen Helmen. Ich kann mir noch weitere kaufen, das ist kein Thema, aber wir tragen einfach Arzis Unterhose. ach, drei grüne Traum, Muskelring, Temporing. Temporing ist gut für sie. Warte mal, gibt's nicht sogar was? Opal, ewige. Stärke, Magie, gibt's nicht irgendwas Besseres sogar? Oh, alle Zustandsimmunität. Okay, dann nehmen wir halt mit ihr Sarahs Amulett. Gut, ab ins Jahr 1000. Eine weitere Sidequest. Wir kümmern uns um eine Verschwörung. Vermutlich. Schloss Gardia. Prinzessin Maledia. Ich war besorgt um euch, Prinzessin Maledia. Natürlich verstehe ich euer Beweggrund. Dem König geht der Staat über alles. Das war auch bei dem Tod eurer werten Mutter Alise nicht anders. Wie bitte? Oh, wie konnte ich nur. Bitte vergesst, was ich gerade sagte. Sprecht! Es fällt mir schwer, darüber zu reden, aber ihr habt recht. Ihr habt recht. Ihr solltet es erfahren. Das Ganze trug sich zu, als die ohnehin schon tränkliche Königin einen schweren Rückfall erlitten hatte. Ihr einziger Wunsch war es, vor dem Ende noch einmal euren Vater zu sehen. Dieser hatte mit den Staatsgeschäften alle Hände voll zu tun, selbst reden, doch trotzdem. Der Königin ihren letzten Wunsch abzuschlagen. Euch so jung wie ihr wart, ließ er allein am Sterbebett eurer Mutter zurück. Dabei wusstet ihr noch nicht einmal, was Tod bedeutet. Das Ende ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Die Königin verstarb schon kurz darauf. Es lässt sich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Vernachlässigung durch den König ihr den Todesstoß versetzt hatte. Es ist eine Schande. Mein Vater hat Mutter? Verzeiht mir, ich rede viel zu viel. Nehmt euch diese Geschichte bitte nicht zu Herzen, eure Hoheit. Nach langer Zeit beehrt ihr uns endlich wieder mit einem Besuch. Warum begibt ihr euch nicht gleich zum König? Moment. Das war jetzt unerwartet. Wo ist der König? Der Kanzler hat bis zum Ende des Prozesses eine Abriegelung gewisser Schlossbereiche verordnet. Was? Wie? Was? Prozess? Der Prozess des Jahrhunderts steht kurz vor seiner Eröffnung. Wessen Prozess, fragt ihr? Na, der des Königs natürlich. Was, König? Hä? Na, sieh los. Da geht's auch nicht. Okay, wir können überall nicht hin. Irgendein Prozess. Hier könnten wir hin, hier könnten wir hin. Wo gehen wir hin? Hier hin? Dies ist die königliche Schatzkammer. Unbefugt ist der Zutritt untersagt. Warum sind da Schlangen? Links von mir und rechts von euch befindet sich ein weiteres Treppenhaus. Gab's das eigentlich früher auch schon? Ich glaube, ich werde langsam alt. Stimmt, das gab's, glaube ich, nicht. Hier geht's... Das gab's schon. Okay, oh, was ist hier? Du brauchst mir nicht ständig auf die Finger zu gehen. Ich mische den Kanzler schon kein Gift in sein Essen. Warum nicht euch nicht? Arbeite! Arbeite! Ich kann mal nichts aufkochen können, wenn dieser Typ mich die ganze Zeit beobachtet. Okay, es ist stressig. Und dann gehen wir nach oben. Was haben wir hier Feines? Superäther. Was haben wir hier Feines? Fest verschlossen. Okay. Was haben wir hier? Nix. Okay, was ist hier? Ihr habt hier keinen Zutritt. Ah, aus dem Weg! Dann scheinbar haben wir doch Zutritt.
Ah, den Raum kennen wir. Bürger Gardias, wusstet ihr, dass ich seit Generationen einen Thronschatz namens Regenbogenmuschel im Besitz der Königsfamilie fand? Nicht? Dann geht es euch wie mir, bis ich ihn mit eigenen Augen sah. Dies ist ein Dekret, das die Vorfahren unseres Königs vor Hunderten von Jahren erließen, wenn ihr erlaubt. Die Regenbogenmuschel möge dem Volke zur 1000-Jahr-Feier gezeigt werden, auf das es sich am Liebreiz ihres Anblicks erfreuen mag. Was redet ihr da für ein wirres Zeug? Es gibt keinen alten Thronschatz in diesem Schloss. Ihr behauptet also, dieses Dokument sei eine Fälschung. Und euch, werte Anwesende, frage ich, warum wollt ihr... Wohl will der König euch nicht einmal einen kurzen Blick auf die Regenmuschel gönnen? Nun, die Lösung dieses Problems ist einfach, weil sie nicht mehr hier ist. Der Angeklagte hat sie in seine Geldgier veräußert. Ich rufe den ersten Zeugen in den Gerichtsstand. Prinzessin, wir sind mitten in einem Prozess. Vater! Maledia, der Kanzler versucht mir etwas anzuhängen. Es ist ein Komplott. Alles rigged, das Game ist rigged. Dieser Prozess ist rigged. Wer wird denn gleich unhöflich werden, wenn ihr wirklich unschuldig seid? Dann zeigt uns einfach den Beweis. Einen Beweis? Ganz genau, wenn seine Hoheit den Schatz nicht verkauft hat, dann sollte er sich schließlich noch um diesem Schloss befinden. Bringt die Regenmuschel in diesen Gerichtssaal und der König ist frei. Ich glaube allerdings nicht, dass ihr Erfolg haben werdet. Was heckt ihr aus, Kanzler? Werft sie hinaus! Ihr habt keinen Zutritt. Na, aus dem Weg! Ich bin untröstlich, werte Prinzessin, aber nicht einmal für euch können wir eine Ausnahme machen. Tja. Regenmuschel bringen. Vater von Male retten. Wovon redest du da? Das ist doch alles ein abgekartetes Spiel des Kanzlers. Es gibt überhaupt keinen Thronschatz. Male vergessen, wir alten König bitten, Muschel aufzubewahren. Regenbogenmuschel hier sein, oder? Aber klar, doch die Regenbogenmuschel, die meine Vorfahren vor 400 Jahren für uns geborgen haben, müsste eigentlich irgendwo hier im Schloss sein. Sie wird vermutlich im Keller aufbewahrt. Lass uns nachsehen. Ah, diese Schatzkammer haben sie dann damals geschaffen oder ausgehoben. Ah, das können wir jetzt hier... Oh, schau mal hier, was ist denn hier? Aua, eine Ratte hat in meinem großen Zeh gebissen. Davon stand nichts in meinem Haus. Vertrag ich Streike. Okay. Und wer seid ihr? Glitchy. Ah, auch eine blöde deutsche Namensänderung. Im Englisch heißen sie Dumm und Dümmer, also Dumb and Dumber. Der Boss wird endlich Rache nehmen für diese 13 Generationen während der Familienkrone. Ja, er wird den König mit den gefälschten Beweisen um Kopf und Kragen bringen. scheinbar Komplott. Vipern? Können doch nichts, oder? Die können. Warum ist Male konfus? Moment, was ist hier los? Warum war sie konfus? Es ist also wirklich eine Verschwörung. Wir müssen uns beeilen. Sehr richtig. Ich habe sie vom König höchst selbst erworben. Ganz wohl habe ich mich nicht bei der Sache gefühlt. Aber es schien das Geld dringend zu brauchen. Lüge, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ruhe im Gerichtssaal. Und war ich überzeugend? Besser hätte ich selbst nicht machen können. Aha. Was wollt ihr denn? Die ist schon wieder konfus. Warum ist sie konfus? Ist das Sarahs Amulett? Oh, kann Sarahs Amulett vielleicht nur von Luca getragen werden? Schauen wir mal schnell. Also, wird gemacht zu... Ah, Atzes Unterhose. Okay, das ist der Grund. Ja gut, dann den Schutzschaller. Oh, so viele Kisten. Lapis erhalten. Elixier erhalten. Super Äther. Und die anderen Sachen komme ich leider dran. Schade. Hallo, meine Dame. Nian und weg. Das sind noch die billigen Gegner vom Anfang des Spiels. Cool. Ja, ich mach die weg. Es ist mir egal, ob sie sich mir in den Weg stellen.
Das sind die Gegner aus dem Kloster, aus dem Außenposten der Magischen von früher. Wie ich aber auch in alle reinrenne. Theoretisch könnte ich rechtzeitig reagieren, aber ich will natürlich, ich will gegen die kämpfen. Wir machen alle Feinde des Königs platt hier. Ein Komplott hier mitten im Schloss. Elixier, Superäther, Lapis, komme ich da irgendwie hin? Und da ist die Regenbogenmuschel. Na also, die Regenbogenmuschel, juhu! Hier, was sein? Papier sein. Papier. Anmale. Liebste Male, vermutlich hast du es oft nicht leicht mit deinem Vater. Es mag dir manchmal anders erscheinen, doch wisse, dass er dich immer als Tochter lieben wird. Nichts vermag Familie Bande zu sprengen, kein Streit und kein noch so große Distanz. Eines Tages wirst du dein wohlbehütetes Zuhause verlassen und selbst Kinder haben. Ich denke, dann wirst du mich verstehen. Blut ist der Lebenssaft, der durch die Äste eines Familienstammbaums fließt. Und was in Zukunft auch geschehen mag, dies wird uns ewig aneinander binden. Wir sind eine Familie, meine liebe Male. Lynn, Gattin König, Gardias des 21. Oh, Nest verlassen, Eila das kennen. Pterosaurus auch so. Groß werden, fliegen, lernen, Nest verlassen. Male auch Nest verlassen, große Schritte. Nest verlassen, Baby bekommen, Baby füttern und irgendwann Baby auch Nest verlassen. Halte durch, Vater, wir holen dich da raus. Regenbogensplitter halten. Male, Nest schon verlassen? Noch gar nicht fliegen können, oder? Liebe Geschworene, die Zeit des Urteils ist nun gekommen. Wer den Angeklagten für schuldig hält, trete bitte auf die linke Seite. Wer ihn für unschuldig hält, auf die rechte. Schuldig. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Und es kommen wieder an Stellen Gegner, aber diesmal werden sie falsch getriggert. Na gut, die nicht. Ah, die Gegner sind nervig, können halt nichts und geben auch nichts. So, lass mich durch. Ich habe den Beweis für die Unschuld des Königs. GG, sag ich dazu. Lass mich durch. Ich bin untröstlich, werde Prinzessin aber nicht einmal für euch. Können wir das nochmal machen? Wir können dich nicht umstellen. Es tut mir leid, eure Hoheit. Es gibt noch einen anderen Weg. Er ist ein bisschen beschwerlicher, aber folgt mir. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Urteil ist gefallen. 4 Stimmen für schuldig und 1 für unschuldig. Hiermit finde ich den Angeklagten für schuldig im Sinne der Anklage. Dies ist das Ende des guardianischen Regentschaft. Das Königreich gehört nun mir. Führt ihn ab. Haltet ein! Wer wagt es? Hinter einer Glas. Hinter einem Glasfenster kommt Vater! Male durchgesprungen. Maledia, Prinzessin, ihr seid zu spät, seine Hoheit wurde schuldig gesprochen, auch ein König unterliegt den Gesetzen. Nicht, wenn ich die Anklage gegenstandslos ist, Unfug, der König ist ein Betrüger, er hatte Thronschatz. Hier hast du deinen Thronschatz. Unmöglich. Gib auf, Kanzler. Wie bitte? Ihr hättet lieber aufgegeben, denn ich werde nun Rache üben. Rache für all das Unrecht, das meinen Vorfahren zugefügt wurde. Super Ultra Deluxe Kanzlerverwandlung. Die Wanze kennen wir schon, oder?
Erstmal konfus. Jeder hat Zustandsimmunitäten. Geil. Betören. Erstmal betören. Bossgegner betören. Super Sache. Eisgeist. Hört sich auch gut an. Was gibt's Feines? Maispanzer, okay. Das ist mal natürlich das beste Equipment. Oh, ich nehm's. Bam! So, was haben wir denn hier als einen Gnadentritt? Den machen wir doch gerne. So, das ist so, gar nichts. Gra, der hüpft schon wieder so komisch. Komm, Gnadentritt. Oh, oh, scheiße. Ach, Eile hat... Na gut, ein Medium hätte dann für Eile. Wir machen mal einen Aurabe. Sie hat keinen Mana. Ei, das habe ich gerade vergessen. Sie hätte werden ein Zelt rasten sollen. Oder irgendwo mal die MP versteigen. Naja, gut. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Gnadentritt. Was ein juicy Attack. Ja, wir müssen dir einfach noch ein paar Medium Äther gönnen. Weil die Attacke war super. Wir machen einen normalen Icy. Rein Interesse halber. Ist fast genauso stark. So, nochmal. Gute Damage. Mein Vorhaben hat es mir verraten. Eure Schwäche ist dies. Gibt Schlimmeres. Nadelregen Version 13. Okay. Ja, wenn er es pausenlos macht, ist es schon nervig. Das stimmt schon. Machen wir mal einen Froststurm. Ja, probieren wir mal Lumiseszenz. Nicht schon wieder. Yes. Das war easy. Wir haben auch diesen Jagra, den 13. oder wie auch immer, besiegt. Ah, sehr gut. Final Elixir. Was blinkt denn da? Vater, ich... Kein Wort, mein Liebes. Ich hätte nicht so stur sein dürfen. Und ich hätte versuchen sollen, dich besser zu verstehen. Das heißt, mit dem Kopf habe ich sehr verstanden, aber mein Herz wollte es einfach nicht wahrhaben. Dasselbe gilt für mich. Es gab Zeiten, da dachte ich... Du hättest dich unerreichbar weit von mir entfernt. Doch im Nachhinein betrachtet war ich es, der dich im Stich ließ. Und die Menge im Hintergrund grölt noch. Jetzt sind wir aber wieder zusammen und von nun an werde ich dir alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich werde dich um Rat fragen, dir von Krono erzählen, dich Sachen über Mutter fragen und... Ah, deine Mutter. Alice. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich glaube, erst jetzt ist mir die Bedeutung ihrer letzten Worte klar. Eines Tages, wenn Male älter ist, wird sie dir jemanden vorstellen, den sie liebt, empfange die beiden dann mit offenen Armen. Denn dieser wunderbare Tag wird auch dir immer in Erinnerung bleiben. Du hast ihre letzten Worte gehört? Natürlich, du warst so jung, dass du dich vermutlich nicht erinnerst. Papa, ich liebe ganz viele Leute, ganz, ganz viele. Hast du unentwegt gesagt. Als deine Mutter das hörte, schien sie erleichtert und entschlief mit einem seligen Lächeln. So war das also. Ja, warum? Ich habe dich Papa gerufen. In der Tat. Es tut mir so leid, Papa. Verzeih mir, dass ich immer nur an mich gedacht habe.
erteile dir hiermit die Erlaubnis, das Schloss zu verlassen, doch lasse bitte äußerste Vorsicht walten. Und ihr, passt gut auf meine Tochter auf, ja? König, keine Angst haben. Eier, Male beschützen. Zeit für meinen Auftritt, wie es scheint. Bosch! Ich kann euch den ganzen Spaß doch nicht alleine überlassen. Lasst mich für euch Rüstzeug aus der Regenbogenmuschel fertigen. Endlich bekomme ich wieder etwas zu tun. Meine Arme kribbeln vor Tatendrang. Rüstzeug aus der Muschel. Das hört sich doch sexuell an. Aber in dem Raum war doch noch was Blinkendes. Ich möchte nochmal in den Raum gehen. Dieses blinkende Wunder holen. Da könnte ein Powertap sein oder sowas in der Art. Hier, was haben wir hier? Jakras Schlüssel erhalten. Oder wir haben ein Déjà-vu-Erlebnis. Das kann auch sein. Nämlich. Hier ist er, der echte Kanzler. Der Gott sei Dank, dieses Ungehabe hatte mich die ganze Zeit hier eingesperrt. Prinzessin Maledia, eure Freundin, nehme ich an. Doch, was plappere ich da? Es gilt, Vorbereitungen zu treffen, die Mondscheinparade für die 1000-Jahr-Feier. Was für Zeug? Okay. Gleich wieder im Business. Na gut, dann gehen wir mal zu Shell. Und lassen uns beglücken. Die Gegner sind hoffentlich jetzt verschwunden. Die Wächter haben hier ein bisschen den Kammerjäger spielen lassen. Gut, gut. Keine Schlangen mehr und so. Ratten sowieso nimmer. Bosch. Die Regenbogenmuschel besteht aus einem ganz besonderen Material. Aus eurem Splittern kann ich Rüstzeug schmieden, das die Wirkung feindlicher Magie schwächt. Die Menge reicht für ein sehr effektives Kleid oder drei weniger effektive Helme. Ihr habt die Wahl. Ja, das Prismenkleid ist, glaube ich, die stärkste Rüstung, die man haben kann. Nur tragbar von Frauen. Komisch, nicht wahr? Altmodisches Spiel, aber ich weiß. Die Helme. Also, davon kriegen wir leider bloß eins. Aber drei Helme, die eine ähnlich mächtige Stärke haben. Das ist doch was. Dann nehmen wir die Helme. Die Prismenhelme. Also, diese Helme können von jedermann getragen werden. Die nehmen wir. Sehr wohl. Bitte wartet ihr. Glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Mein Werk ist vollendet. Drei Prismenhelme erhalten. Ausrüsten. Prismenhelme. Magieabwehr extrem hoch. Plus Zustandsimmunität. Zustandsveränderung. Hammer episch. Super Helme. Die stärksten Helme, die man so kriegen kann. Ja, den letzten bewahre ich für. Wobei. Ich glaube, mein Dreamteam ist Isla, Frog und Chrono. Also kriegt den anderen Helm noch Froggy. Die werden vermutlich das Endgame rocken. Ja, hier. Prismenhelm. Ja, bisschen Steigerung. Ja, bisschen Steigerung. Ist okay. Und natürlich Magieabwehr dazu. So, aber es hört noch nicht aus. Oh, ein Sonnenstein, der sollte sich bestens zur Fusion eignen. Fusion! Mein Werk ist vollendet. Regenbogenbrille, okay. Hehe, glaubt ja nicht, damit hätte ich all meine Karten schon ausgespielt. Diese Arme sind noch für ein paar Überraschungen gut. Der hört gar nicht auf. Mein Werk ist vollendet. Arkus erhalten. Ich bin mir sicher, dass dieses Rüstzeug euch wertvolle Dienste erweisen wird. Oh, jetzt haut ab. Arkus ist, glaube ich. Oh ja. Chronos ultimative Waffe. Schaut euch diesen Bonus an Damage an. Und noch einen Bonus-Effekt. Chance auf kritische Treffer 70%. GG. Und was war das andere? Regenbogenbrille erhöht erteilten Schaden immens. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Kombination mit Arcus. Oh ja. Sonst haben wir nichts mehr hier zu tun. Das war eine sehr, sehr ergiebige Quest. Drei spitzenartige Helme.
haben wir bekommen. Eine ultimative Waffe. Und jede Menge Schabernack. Das hat sich richtig gelohnt. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir uns gleich in die nächste Quest reinstürzen. Voll Melan. Aber davor, gehen wir doch mal bei Mutter vorbei. Möchtest du landen? Ja, du möchtest landen. Zu Hause von Chrono. Hier. Eila haben wir nämlich noch nicht vorgestellt. Oh, wer bist du denn? Ich, Aya. Aya, meine Liebe, es ziemt sich nicht für ein hübsches Mädchen, solch eine Aufmachung auf die Straße zu gehen. Aber Aya, das mögen. Die richtige Antwort lautet, jawohl, Madame. Chrono stark sein. Mutter von Chrono auch stark sein. Ja, da könnte was dran sein. Akira hat einen wunderbaren Tipp, nämlich hier neben dem Bett ist, das soll wahrscheinlich ein Futternapf sein. Wenn wir hier Katzenfutter auf dem Jahrmarkt gewinnen und da reintun, dann vermehren sich angeblich die Katzen. Aber ich will schon mehr Katzen. Ich habe eine Katzenallergie, also ich will nicht mehr Katzen. Gut, schön. Gut, dann sind wir hier fertig und können beim nächsten Mal eine weitere Sidequest angehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.